Also wenn ich sagen würde, sie springt vom Dach, ja, dann springt sie vom Dach. Nur ich habe die Notwendigkeit noch nicht darin gesehen, es zu tun. Was ich nicht verstehe, ist, wenn einer spielt, was er nicht ist, dann kriege ich das kalte Kotzen. Und das muss ich dem Typen dann auch sagen. Und das natürlich macht den Leuten keinen Spaß. Das ist bei den heutigen Männern nicht mehr so, oder wie? Gerade bei den heutigen Männern ist es der Fall. Durch diese ganze Emanzipationsscheiße, die momentan auf dem Markt ist und wo auch permanent darüber diskutiert wird, versucht jeder Mann es jedem Recht oder auch jeder Recht zu machen und verkauft sich nach außen gerne wie eine Schwuchtel. Und irgendwann werden sie verschwuchtelt. Teilweise ziehen die Mütter schon ihre Söhne zu perfekten Schwuchteln. Ich möchte nur an die letzte Eurovision erinnern. Ne? Und ich möchte nicht als Wurst enden. Ja? Ich möchte wissen, was ich bin. Und das möchte ich auch zeigen. Und wenn es einem nicht passt, soll er, Entschuldigung, scheißen gehen. Ich brauche eine strenge Hand. Ich brauche eine starke Hand. Ich brauche jemanden, der mich führt, ohne mich zu unterdrücken. Ich brauche jemanden, der mich hält und der mich hochhebt. Das brauche ich. Was könntest du alles von ihr verlangen? Zum Beispiel, ich habe jetzt keine Zigaretten mehr. Jetzt gehst du los und holst mir Zigaretten. Fertig. Und da möchte ich kein Piepsen hören. Und das macht sie auch sofort. Ja, ich hoffe ja nicht, dass sie jetzt mit meinem Porsche abhaut. Ja, natürlich macht sie das. Und das ist das heutzutage. Jeder Mann wünscht sich das, dass er zu seiner Frau sagt, ich gehe da und dahin. Und dass sie sagt, okay. Und nicht, wann kommst du nach Hause? Oder eine SMS schreibt, wenn du nach Hause kommst, gibt's Ärger. Wie viele Leute stehen in der Kneipe und sagen, ach du Scheiße, gleich gibt's Ärger zu Hause. Ärger, was ist das? Habt ihr eure Frauen nicht im Griff oder was?